Ein Mann wie ein Fels in der Brandung. Ein Mann, der sich sauwohl fühlt. Und dazu hat Otti Fischer auch allen Grund. Denn als bulliger bayerischer Kommissar präsentiert er eine Krimi-Unterhaltung, wie es sie bisher noch nie gab. Eigentlich wollte ich nicht unbedingt Kommissar werden, aber die Rolle hat mich insofern gereizt. Aber nicht so sehr, weil das jetzt ein Polizist oder ein Kommissar ist. Und mich interessiert der Mensch, der ein Kommissar ist oder der ein Polizist ist. Und was mich immer schon gereizt hat, war mal eine richtig schöne Hauptrolle. Und ein echter Knaller ist diese Hauptrolle als Benno Berghammer. Otti als Polizist, der mit ungewöhnlichen Methoden ungewöhnliche Fälle löst. Aber er walzt dabei nicht durchs Voralpenland, sondern er kommt mit Witz und Schlagfertigkeit ans Ziel. Der Berghammer ist mehr der Gewaltfreie, weil er wahrscheinlich beim Boxen unterliegen würde, weil er nicht so schnell wäre. Aber der ist mehr der humoristische, also sagen wir mal, so der Spitzfindige, der Sinnierende, der Nachdenkende Kommissar. Neben dem Beruf spielen zwei Frauen eine wichtige Rolle in Bennos Leben. Zum einen die Mama, gespielt von Ruth Drexel, und zum anderen Sabrina, seine Kollegin, die er frisch aus Berlin zugeordnet bekommt. Am Anfang komme ich halt und bin halt preußisch und sage, das kann man doch nicht machen und das geht doch nicht und mehr so computermäßig und setze halt mehr auf die Spurensicherung und so, während er nun alles aus dem Bauch heraus entscheidet. Aber im Laufe der Serie merkt man schon, dass er mich schon ein bisschen umkrempelt. Ich latsche halt immer noch hinterher und sage, aber das geht eigentlich nicht. Das perfekte Paar ermittelt in der ersten Folge gegen drei sogenannte Freunde, einen Pfarrer, Landrat und einen Bäderkönig. Amigo lässt grüßen. Amigo-Sumpf gibt es überall, nur in Bayern ist er besonders barock und deswegen ist er wahrscheinlich hier richtig angesiedelt. Das ist einfach ein schlechter Charakterzug der Menschheit. Egal, ob das im Kongo ist oder ob das irgendwo in Japan ist oder ob das in Amerika oder Neuseeland oder in Bayern ist, das ist völlig wurscht. Im letzten Jahr sind die ersten 5 Folgen von dem Bullen in Bayern gedreht worden. Jede prall gefüllt mit 90 Minuten Spannung. Und jetzt am Sonntagabend um 20 Uhr geht der Krimi-Wahnsinn mit Otti los. So, liebe Zuschauer, jetzt kommt demnächst der Bulle. Das ist eine Krimiserie. Falsch. Das ist eine Krimiserie, die in Bayern spielt. Ach, was soll ich jetzt sagen? Hallo, liebe Zuschauer von Sat.1. Ich bin der Bulle von Tölz, ja. Also so ein Kommissar, und das läuft jetzt demnächst in Sat.1 und das schauen Sie sich bitte an, weil das rentiert Sie wirklich. Geheimtipp.